Was geht YouTube? Marcel ist back am Start hier für euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich hatte mir überlegt, ob ich tatsächlich nochmal auf mein Hauptkanal-Video, was ich vor ein paar Tagen hochgeladen habe, nochmal reacten soll, weil mir noch ein paar Sachen dazu eingefallen sind. Wenn ihr euch das wünscht, dann schreibt sie gerne mal in die Kommentare. Heute geht es mal wieder um ein Video meines Lieblingskanals, Wissenswert. Und ja, Leute, ich habe das Thumbnail eben gerade gesehen und ich wusste, das ist ein Video für uns. Das müssen wir uns reinziehen. Ich zeige es euch mal ganz kurz. Ist schon wieder mal sehr, sehr witzig, finde ich. Dieses Thumbnail ist so zweigeteilt. Links die Inzest-Familie, rechts die FKK-Familie. Denn das Video heißt die außergewöhnlichsten Familien der Welt. Und ich bin mal sehr gespannt, was von den Sachen, die wir jetzt hier gerade sehen, tatsächlich im Video vorkommen und was dann doch eher fürs Thumbnail war. Es ist wieder dieses klassische Wissenswert. So der Titel so voll so interessant und ja, Thumbnail dann so. Wir gucken mal rein, Leute. Seine Familie kann man sich bekanntlich nicht aussuchen und wohl jeder ist manchmal von... Okay, aber Bewertungen von dem Video sind krass hier. Wir haben 25.000 Likes und nur 500 Dislikes, okay. So seltsam wie bei den Familien in diesem Video geht es bei euch zu Hause aber bestimmt nicht zu. Wir zeigen euch heute nämlich die außergewöhnlichsten Familien der Welt. Okay, das sah eben schon mal aus wie die FKK-Familie. Eine Familie, die keinerlei materiellen Besitz hat. Eine Familie ohne jegliche Regeln für ihre Kinder. Und Eltern, die so gefährlich sind, dass man ihnen niemals begegnen sollte. Okay. Also bleibt unbedingt dran hier bei Wissenswert. Beginnen wir direkt mit der Familie Rawnsley aus Hebden Bridge in Großbritannien, die als die wildeste Familie Englands bekannt wurde. Auf den ersten Blick sehen Mutter Gemma. Willst du noch als wild noch was anderes bedeutet hat als so krass und so? Damals hier, ne? Louis und ihre 7 Kinder recht normal aus, aber mit einem normalen Familienalltag hat das Leben der Rawnsleys tatsächlich wenig zu tun. Für die Kinder gelten nämlich insgesamt nur 2 Regeln. Tötet euch nicht und tötet eure Geschwister nicht. Sie sollen nicht lügen und sie sollen sich nicht gegenseitig verletzen. Ein bisschen recht hatte ich. Okay, finde ich tatsächlich cool, dass das mit dem Nicht-Lügen da drin vorkommt und dass man dann auch ehrlich zugibt, wenn man mal irgendwie ja Scheiße gebaut hat oder so. Finde ich nicht schlecht. Sonst dürfen die Kinder anscheinend machen, was sie wollen. Ansonsten stellen die Eltern überhaupt keinerlei Regeln für ihre Kinder auf. Ist die Frage, ne? Ich würde es gar nicht so verteufeln, wie viele andere es wahrscheinlich machen würden. Es ist ja auch wichtig, einem Menschen Selbstbewusstsein mit auf den Weg zu geben, durch eigene Entscheidungen dann auch eigene Konsequenzen zu erfahren. Aber es wird wahrscheinlich schon schwierig dann, wenn man in die Schule oder in den Kindergarten geht, wenn es dann da auf einmal ganz schwere Regeln gibt, an die man sich halten muss. Denen das Jüngste übrigens erst 1 Jahr und das Älteste 13 Jahre. Okay, ist aber schon in der Schule. Dass es in ihrem Haushalt keine Regeln gibt, nutzen die Kinder natürlich auch voll aus. Sich einfach mal die Haare selbst rasieren, ist hier nämlich genauso erlaubt. Ja, seht ihr? Und dann wird in der Schule, gibt es dann Ärger. Ja, da sagen die anderen Kinder hier, das sieht aber scheiße aus. Und schon hat das Kind was aus dem eigenen Verhalten gelernt, ohne dass es verboten werden musste. Ne? Man lernt nicht, dass Feuer heiß ist, ohne es mal anzufassen. Cringe. Wie zu jeder Tages- und Nachtzeit einfach genau das zu essen, worauf man gerade Lust hat. Oder in der Wohnung herumzuklettern, zu toben und lautstark Musik zu machen. Aus welchem Lied kam das? Ah, schlechtes Vorbild von Sido war's. Genau, richtig. Stabiler Track. Während andere Kinder zur Schule gehen müssen, darf der Nachwuchs von Familie Rawnsley im Park spielen. Die Eltern unterrichten sie nämlich einfach zu Hause. Okay. Doch nur weil es in dieser Familie keine Regeln gibt, heißt das nicht, dass die Kinder von ihren Eltern vernachlässigt werden. Ganz im Gegenteil. Okay, das ist ja mal wirklich ein komplett anderer Weg. Aber so beschissen, wie die Bildungssysteme teilweise sind, wahrscheinlich sogar gar nicht so eine schlechte Idee. Die Eltern sind davon überzeugt, dass ihre Kinder die richtigen Entscheidungen treffen, wenn sie frei entscheiden dürfen. Und tatsächlich trafen einige Kinder überraschend schlaue Entscheidungen. So entschlossen sich nämlich 3 Kinder aus der Familie dazu, doch lieber normal zur Schule zu gehen. Okay, da waren die Eltern wohl nicht so gute Lehrer. Eltern unterrichtet zu werden. Weiter geht's mit einer Familie. Aber ist doch schön, dass sie den Kindern auch die Option gelassen haben. Bei der die Mitglieder wesentlich näher miteinander verwandt sind, als es eigentlich erlaubt ist. Oh nein. Die Whittakers aus West Virginia in den USA sind nämlich das Ergebnis von jahrelanger Inzucht. Das heißt, die... Okay, das Thumbnail hat nicht gelogen. Aus welchem Stadtteil? Wo kamen die her? Die Whittakers aus West Virginia in den USA... Ja, West Virginia. Ich hätte auf Alabama getippt. ...sind nämlich das Ergebnis von jahrelanger Inzucht. Das heißt, die Kinder der Familie wurden mit engsten Verwandten wie Brüdern und Schwestern gezeugt. Und wenn die Eltern Geschwister sind, wirkt sich dies
definitiv schlecht auf die Gesundheit des Nachwuchses aus. Also erstens, wie zum Teufel steht man erstmal auf ein Familienmitglied und kann sich überhaupt was Sexuelles damit vorstellen? Punkt 2, wie kann man so ein egoistisches Stück sein und dann riskieren, und zwar ziemlich deutlich riskieren, ja, dass die Kinder behindert werden? Also, Noch lebenden Familienmitglieder der Whittakers wohnen zusammen in einer kleinen Hütte im ländlichen West Virginia. Sie alle leiden durch ihre Familiengeschichte an diversen körperlichen und geistigen Einschränkungen. Mittlerweile sind zwar auch alle erwachsen geworden, doch trotzdem hat noch nie jemand von ihnen ihren Heimatort jemals verlassen. Familienmitglied Ray kann sogar kaum sprechen und verständigt sich eher mit bellenden Lauten, wie man sie von... Es ist gerade eine harte Challenge, darüber nicht zu lachen, das wisst ihr hoffentlich. Ihr wisst, ich mache mich nicht über Behinderte lustig, aber sorry, Alter, was willst du da noch in Schutz nehmen? Was machen die denn da? Ist es dann so eine Art Familiengesetz auch? Also ist es dann quasi so von den Großeltern vorgegeben? Ja, vögelt mal schön weiter untereinander, damit die nächsten Kinder so, wie weit kann man es treiben, sozusagen, im wahrsten Sinne des Wortes? Also ich bitte euch. You grew up here in odd West Virginia, your whole life. Während die meisten der Geschwister nicht einmal eine... In ihrem Dorf und auch in ganz Virginia hat die Familie eine unrühmliche Bekanntheit und es werden auch viele Mythen und Gerüchte über sie verbreitet. So bleiben die Verwandten lieber auf ihrem Hof und trauen sich generell nicht unter Menschen zu gehen. Was dann natürlich weiterhin diese Entwicklung begünstigen wird. Super. Leute, ich, also wirklich wissenswert, ich ziehe meinen Hut. Ihr habt uns nicht verarscht. Ich kann es auch absolut nicht fassen gerade. Okay, man kann halt höchstens sagen, sie haben eine andere Familie hier hingepackt, aber sonst hat es ja gestimmt. Zwar geht es um die ehemalige Lehrerin Mary Kay Letourneau aus den USA, die etwas mit einem ihrer Schüler anfing, als dieser erst 12 Jahre alt war. Mary Kay war allerdings bereits weit über 20 Jahre alt. Mit einem 12-Jährigen was angefangen? Ihr Mann kam der vierfachen Mutter schließlich auf die Schliche, als er Liebesbriefe ihres Schülers... Ich finde es richtig schlimm von der Gesellschaft, dass man das irgendwie so rum anders wahrnimmt. Nehmen würde, stelle ich das mal andersrum vor, da wäre ich jetzt komplett hier ausgerastet, wenn der Typ, also ein Lehrer über 20 und das ein kleines Mädchen 12 wäre. Aber so rum ist es ja genauso schlimm, aber man hat es irgendwie anders im Kopf. Also da verurteile ich mich gerade selber so ein bisschen, dass ich das so wahrnehme auf jeden Fall. Krass. Es fand und wandte sich daraufhin sogar an die Öffentlichkeit und auch an die Polizei. Mary landete für diese verbotene Affäre daraufhin im Gefängnis. Doch hier ist die bizarre Liebesgeschichte noch lange nicht zu Ende. Sie und der Schüler trafen sich nach ihrer Gefängnis Strafe nämlich heimlich erneut. Und daher erhielt Mary schon wieder eine Gefängnisstrafe. Also Mary ist nicht die allerhellste Kerze. Das kann man, glaube ich, ganz gut so zusammenfassen. Aber selbst diese konnte sie nicht stoppen. Und so heiratete sie sogar ihren ehemaligen Schüler danach. Und zusammen mit ihm zeugten sie auch zwei gemeinsame Töchter. Dann scheint er zumindest mal nicht gezwungen worden zu sein. Zum Zeitpunkt der Hochzeit war ihr Schüler allerdings immerhin volljährig. Nach 14 Ehejahren wurden sie dann allerdings geschieden und Mary verstarb ein Jahr später an einer schweren Krankheit. Ihre bizarre Story sorgte weltweit für Riesenaufmerksamkeit. Das ist wirklich eine sehr bizarre Story. Kommen wir nun zu einer Familie, die in den USA in den 90er Jahren für riesiges Entsetzen sorgte. Die als KKK-Family bekannt gewordene Johnson Familie gehört nämlich komplett dem Ku Klux Klan an, einem rassistischen und gewalttätigen Geheimbund aus dem amerikanischen Süden. Schon die Großeltern waren Clanmitglieder und selbst die erst 10 und 2 Jahre alten Kinder der Familie waren bereits... Diesen Menschen sieht man halt die Dummheit schon wieder auf 3 Kilometer an, oder? Das ist wirklich der Wahnsinn, ehrlich. Dass immer solche auch in so Drecksgruppierungen landen, ist ja auch irgendwie kein Zufall mehr, Alter. Die anderen Talkshow-Gäste konnten es gar nicht fassen, als die Familie in ihrer traditionellen Clan-Kleidung mit Kapuzen auftraten und ihr rassistisches Weltbild erklärten. Es kam sogar zu Tumulten im Studio, da die schockierenden Ansichten für viele deutlich zu... Ja gut so, Digga, die brauchen auf die
Das sehe ich aber auch von hier. Aber lass doch solche nicht ins Fernsehen. Lass die doch ihre Scheiße da auf ihrem Dorf labern oder so, Alter. Weder der Moderator noch die Zuschauer konnten nach... Wisse gar keine Reichweite geben, gar keine Grundlage geben weiter. Nicht, dass irgendein Vollidiot noch zu Hause sitzt und sagt, ich will da auch rein. Zu einer wohlhabenden Familie, die alles auf eine Karte gesetzt hat und nun ihren Traum lebt. Und zwar zur Familie Taitus aus den Niederlanden. Bestehend aus Vater Didi und Mutter Romain, den Tochtern Jolie, Juna und Nessa. Die Taitus sind auch als die Bitcoin-Familie bekannt, denn Vater Didi hatte nämlich schon vor einigen Jahren erkannt, wie wertvoll die Währung Bitcoin einmal werden könnte und entschloss sich deshalb, alles zu verkaufen, was die Familie besaß und es in Bitcoin zu investieren. Okay. So verkaufte die Familie nicht nur ihr Haus und ihr Auto, sondern sogar die Spielzeuge der Kinder. Alles für ein Bitcoin-Invest? Zu der Zeit, wo das noch gar nicht so absehbar war, dass das mal abgeht. Damals hätte ich gesagt, Vollidioten. Heutzutage sage ich glückliche Vollidioten. Digga, wie kann man sowas machen? Nie Geld investieren, was man noch braucht. Und vor allem nicht Sachen verkaufen, um es zu investieren. Hä? Um möglichst viel von der Kryptowährung zu bekommen. Die Rechnung ging auf und der Wert von Bitcoin stieg über die Jahre in immer neue Rekordhöhen. Anstatt aber im Luxus zu leben, entschied sich die Familie für ein freies, minimalistisches Leben und reist seit Jahren um die ganze Welt und besucht die traumhaftesten. Okay, krass. Das ist ja echt ein krasser Wandel. Erst verkaufst du alles aus maximaler Gier danach, dass der Bitcoin hochgeht und du dann reich bist. Und dann bist du reich. Man würde denken, okay, genau dieser Mensch, der das gemacht hat, wird jetzt alles daran setzen, in Saus und Braus zu leben. Und jetzt sind sie Minimalisten geworden. Gut, vielleicht hat denen einfach die Zeit gut gefallen, in denen sie nichts hatten. Also ich finde Minimalismus auch ein sehr interessantes Konzept tatsächlich. Also wenn sie damit glücklich sind, ist doch richtig nice. Aber sehr überraschend. Alles aufzugeben, was er sich vorher aufgebaut hat, kam Vater Didi, nachdem sein eigener Vater unerwartet früh starb. Didi realisierte, dass er sein ganzes Leben nur geschuftet hatte und entschloss sich, voll auf Bitcoin zu setzen, um seiner eigenen Familie ein Leben außerhalb des Hamsterrads zu ermöglichen. Und dieser verrückte Plan ging tatsächlich auf. Weiter geht's mit einer Familie, die sich selbst als Naturistenfamilie bezeichnet. Einfach nur unbekleidet im Urlaub zu sein, reichte dem Ehepaar Anna und Steve nämlich nicht. Warum sehen solche Leute in den meisten Fällen, ich will sie jetzt nicht beleidigen, aber warum sehen solche Leute oft nicht nach dem Typen aus, dem Typ Mensch, den ich vielleicht gerne da sehen würde? Ne? Da kann keiner was sagen, subjektiv. Sehen meistens anders aus. Darum entschlossen sie sich mit ihren zwei Söhnen ein komplett klamottenloses Leben in Spanien zu führen, was für die meisten völlig verrückt klingt. Das ist wieder Stock-Footage. Wissenswert, falls ihr das hier seht, ich gebe euch das Recht daran an dieser Sache hier. Das könnt ihr einfach verwenden, weil ich mache sogar die Facecam groß. Alltag ist allerdings tatsächlich relativ normal und unterscheidet sich eigentlich nicht großartig von dem einer gewöhnlichen Familie, außer halt, dass sie wirklich nie etwas anhaben. Sie sitzen unbekleidet, also wenn sie Bock drauf haben, ziehen sich auch nicht während der Arbeit an und kümmern sich auch im Adamskostüm um ihren Garten. Aber ist es da nie kalt? Wobei, ich habe nicht zugehört, wo das war. Ende geht es nun noch um eine extrem kriminelle Familie. Und zwar um Inessa Tavierda und ihren Mann Roman Podkadev aus Russland, die zusammen mit ihren Töchtern Viktoria und Anastasia zwischen 2007 und 2013 heftige Verbrechen begangen haben. Mhm. Vater Roman war offiziell Zahnarzt und steht im Verdacht, den ersten Ehemann seiner Frau umgelegt zu haben. Mutter Inessa arbeitete früher als Erzieherin in einem Kindergarten, gab diesen Job aber auf, um sich vollkommen auf ihre kriminelle Karriere zu konzentrieren. Das sind Statements. Unterstützt wurde das Ehepaar von ihren beiden Töchtern. Richtige Verbrecherfamilie. Die ebenfalls unter Verdacht stehen, dass sie einen Mann erledigt haben sollen. Außerdem mischte noch die Schwester des Vaters und ihr Ehemann Sergej bei den Verbrechen mit, denn sie beide arbeiteten als Polizisten und konnten so der kriminellen Familie jahrelang Insider-Informationen zukommen lassen.
Wie entsteht sowas? Alle zusammen verübten jahrelang ungestört. Stell dir vor, so andere Familien machen so Ausflüge, ihr macht einfach immer so Überfälle und so auf entspannt. Schwerste Verbrechen in Russland, bis sie endlich verhaftet werden konnten. Die heftigen Details möchten wir euch an dieser Stelle allerdings... Oh Gott, oha, so richtig krasse Sachen, oder was? Sagen wir nur so viel, es ging nicht gerade um Ladendiebstahl. Okay. Stattdessen verübte die Familie heftige Raubüberfälle, brachte mehrere Menschen mit Schusswaffen zur Strecke und entführte sogar einen Jugendlichen. Nach außen hin lebten sie allerdings jahrelang ein ganz normales Leben. So Batman, tagsüber normal, Nacht Verbrecher, falsch rum quasi. So, als wären sie... Da gibt's auch eine Serie, oder? Ich kenne die aber nicht, aber ich habe das... Irgendwoher kenne ich das. Typisch russische Durchschnittsfamilie. Das war's nun auch schon. Ja, cooles Video von Wissenswert. Sie haben uns nicht verarscht. Das müssen wir ihnen auf jeden Fall lassen. Lasst dem Video gerne eine Bewertung da. Die nächsten Tage kommt dann, glaube ich, Temptation Island. Denke schon. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag, Leute. Bleibt auf jeden Fall sauber und gesund. Bis zum nächsten Mal und ciao.